So, wir kommen nun zum ersten Tag im Saal. Es geht um Ethik und die Technik, die per se keine Ethik hat, wie man ihr Ethik beibringen kann, versuch's mal so zu sagen. Zum einen ist Sarah Heinzmann hier, sie ist Philosophie- und Politikwissenschaftlerin und arbeitet bei Ethics. Und Jean-Daniel Strub, er ist... Jean. Entschuldigung. Ja, kein Problem, du hast wahrscheinlich... Meine eigene Schrift. Er ist Geschäftsführer des Ethics Lab, ist evangelischer Theologe und in der Nationalen Ethikkommission für Humanmedizin. Im Anschluss, ihr seht, die Flipcharts sind aufgebaut, wäre es schön, wenn wir etwas diskutieren könnten. Und ich hoffe doch, dass das gut klappt. Viel Vergnügen. Merci vielmals. Sogar mit Applaus zum Statik. Geht das gut für den Sound? Oder ist das zu laut, zu leise? Geht das gut? Ist sowieso eher für die Aufnahme, wir hören uns sehr gut im Saal. So, herzlich willkommen zu diesem Workshop von Ethics. Eigentlich, du warst wahrscheinlich nicht informiert, ich bin nicht Jean-Daniel Schub, ich bin Jean Rochelle, ich habe nicht evangelische Theologie studiert. Naja, gar nicht so schlimm, sondern klassische politische Philosophie und Jus. Aber wir sind Co-Geschäftsführer vom Ethics. Die Idee von dem Workshop heute, wir haben eine Stunde zusammen. Würde mir kurz vorstellen, was wir machen, zum bisschen Kontext von der Diskussion erklären eigentlich. Und nachher sehr schnell, das heißt in 20 Minuten, in einen sehr partizipativen, interaktiven Teil gehen. Weil wir meinen, die Experten vielleicht für Ethik sind da, aber die Experten zu den anderen Fragen sind da und wir müssen zusammen diskutieren, dass wir überhaupt dieses Thema von der politischen oder so öffentliche Debatte rund um Digitalisierung zusammen meistern können. So, das wäre der Plan. 15 Minuten, 20 Minuten Vortrag und nachher Diskussion. Da haben wir die zwei Flipcharts vorbereitet und wir würden sehr gerne sehr viel drauf notieren. Das heißt, es ist keine, wie soll ich sagen, Pause-Workshop, wo ihr easy sitzen, genießen. Mitmachen, teilnehmen, mitdiskutieren. Okay? Das ist gut. Sehr gut. Und dann starten wir, wer ist Ethics überhaupt? Wir sind ein Startup, sagen wir mal so, und wir wollen Räume und Instrumente schaffen zur Bearbeitung von ethischen Fragen rund um Innovation. Wir definieren Innovation sehr breit, nicht nur Tech oder digitale Innovation, sondern wirklich allgemein Tech, politische, soziale, kulturelle Innovation. Aber heute geht es um digitale Innovation, oder? Unsere Überzeugung ist die folgende. Eine ethische Innovation, und wir kommen vielleicht nochmal darauf zurück, was ist das überhaupt, oder? Ist für uns eine quasi wertbasierte Innovation, wo wir im Klaren sind, was ist uns wichtig? Als Individuum, als Unternehmer, als Mitarbeiter, als Bürger, Bürgerin. Und ist die Innovation mit diesen Werten, die uns wichtig sind, überhaupt vereinbar, oder? Und wir meinen, diese ethische Innovation, die ist gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch einfach eine bessere Innovation. Weil sie ist nachhaltig. Die wirkt länger, die wirkt besser. Das meinen wir, ist das Ziel und das ist unsere Überzeugung in diesem Projekt. Wir sind auch ein Netzwerk, das heißt, wir sind Kernteam vom Ethics, da ist der Sarah dabei, Pascal, unser Mitarbeiter, ist auch dabei, der Jean-Daniel Strub, und wir haben einen ganzen Pool von Experten, die wir je nach Projekt mobilisieren. Und wo wir als Team sehr interdisziplinär, da kommt die Idee von dem Lab, wir arbeiten in einem Lab zusammen, wo wir nachher mit Kunden, mit Partnern das Projekt durchführen können. Wir sind vom Engagement Migro unterstützt, das Startup von der Migro. Einfach zum Transparent sein, wie werden wir finanziert und so. Wir streben einen ethischen Dialog an, sagen wir mal, auf zwei Niveaus. Erstens mit den Akteuren der Innovationsökosystem und zweitens mit der Öffentlichkeit, mit dem breiteren Publikum. Was wir da machen, ich gebe nachher noch kurz ein Beispiel. Wir arbeiten sehr stark mit Startups, mit Investoren, mit Inkubatoren rund um die Themen, was sind die ethischen Risiken, was sind die ethischen Problemfelder,
die ich mit einer bestimmten Innovation, mit einem bestimmten Produkt adressieren soll oder muss. Und da streben wir eher einen Dialog mit der breiteren Öffentlichkeit, wo wir zum Beispiel, und Sarah wird das nachher kurz erklären, Citizen-Bürger-Panel, Bürgerformat entwickeln, wo wir diese öffentliche Diskussion fördern können. Kurz, was wir machen mit Daten zum Beispiel, ist diese Risk Assessment oder Design von den Produkten, das begleiten wir nennen das Ethical Design Produkt oder eben Ethical Risk Analysis or Assessment. Und wir arbeiten sehr gerne so mit Canvas à la Business Model Generation. Das kommt in der Regel bei den Leuten sehr gut an und ist sofort buchbar, oder? Da kann man jetzt los, 2 Stunden Workshop, es braucht kein Vorkenntnis, was ist Ethik, ethische Philosophie, Theorie, sondern wir können loslegen mit einem Team von der Firma, sagen wir mal, und wir diskutieren sofort über relativ wichtige, sehr fundamentale Sachen für die Firma, oder? Wieso macht ihr, was ihr macht? Was ist überhaupt das Ziel? Was ist euch wichtig in der Entwicklung eines Produkts? Was habt ihr für Risiken identifiziert? Wie geht ihr damit um? Und so weiter und so fort. Ich sehe, jemand hat Foti von dem. Das wird sowieso allen geschickt. Oder das haben wir, glaube ich, als Commitment gemacht. So, das ist sehr gerne, können wir alles gerne zur Verfügung stellen. Aus dem ergibt sich in den meisten Fällen so ein Mapping von den verschiedenen Risikenbereichen und Lösungsansätze und Follow-up-Sachen, die wir nachher mit der Firma machen. Da habt ihr ein Beispiel, haben wir gemacht mit der Cubera, eine Firma macht Gesichtsanerkennung. Und das war zum Beispiel, ist jetzt dokumentiert auf unserer Website, das war eine andere Firma in Lausanne. Die machen so Online-Tracking für B2B-Businesses. So, das haben wir auch mit dem Gründungsteam von der Firma analysiert und angeschaut. Das findet ihr alles auf der Website von Ethics. Das wird dokumentiert im Sinne von Case Studies. Und jetzt Beispiel Roboterlab. Genau. Wie Schwan vorher schon dargestellt hat, ist eine Schiene von uns mit Startups zusammenzuarbeiten. Die zweite Schiene, da berühren wir uns darauf, eine breite Öffentlichkeit für innovationsethische Themen zu sensibilisieren und ein Interesse zu wecken. Und das machen wir anhand von sogenannten Labs. Wir haben in den letzten Monaten 3 solche Roboter-Labs durchgeführt. Da ging es darum, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, dass Roboter immer häufiger auch in unserem Alltag auftauchen. Das Ziel dieses Workshops war es wirklich, dass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin diskutiert. Hier sehen wir ein Foto von unserem Lab in Bern. Wir arbeiten mit Kleingruppen und die Personen eruieren jeweils in Kleingruppen ihre ethischen Sorgen, ihre ethische Intuition, was löst das mit ihnen aus, diese ganze Thematik. Und aus dem erfolgt ein Mapping, ein Ethik-Mapping. Das sieht in etwa so aus, das ist das Resultat unseres Roboter-Labs in Zürich, Bern und Solothurn. Kurz angesprochen oder länger angesprochen haben wir vor allem die Themen der Zukunft der Arbeit. Man fand heraus, dass vor allem die Sorge den Jobverlust durch die Automatisierung sehr tief sitzt. Andererseits das Verhältnis Mensch und Maschine wurde auch immer thematisiert. Wie steht es mit der Datensicherheit? Wie steht es mit der Autonomie von Individuen, wenn gewisse Arbeitsprozesse von Robotern ausgeführt werden? Wie steht die Verantwortung? Wer haftet schlussendlich für diesen Roboter oder nicht? Ein dritter großer Themenblock, der auch immer sich herauskristallisierte in diesem Lab, war der Themenblock der Gerechtigkeit, der Verteilungsgerechtigkeit, was für Implikationen folgen daraus, wenn diese Roboter plötzlich Gewinne erwirtschaften, wem gehören die, wie gehen wir als Gesellschaft damit um. Natürlich auch immer das Thema des Grundeinkommens spielt damit auch immer eine Rolle. Und diese Roboter-Labs haben wir durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart und einem Doktoranden der Universität Stuttgart. Dieser untersucht, wie sich die ethische Diskussionsführung oder der ethische Standpunkt der Teilnehmenden eines solches Roboter-Labs jeweils vor und nach dem Lab verändert. Soviel zu unseren öffentlichen Roboter-Labs.
Genau, einfach nur als Beispiel für Sie zu verstehen, was wir machen. Und da sieht man exemplarisch sehr gut die zwei Schienen, die wir probieren zu fahren. Einerseits eben diese Beratungsschiene mit Akteuren des Ökosystems Innovation in der Schweiz und andererseits diese Schiene öffentliche Diskussion mit der breiteren Public sozusagen. In Form zum Beispiel von diesem Public Lab. Okay. Wir kommen eigentlich relativ schnell zu dem Teil, das heutige Thema ganz klar betrifft, nämlich diese politische Diskussion, oder? Und da wäre unsere Idee, wir stellen mal kurz unsere Vision vor. Das dient als Grundlage für die heutige Diskussion und nachher würden wir in den partizipativen Teil dieses Workshops übergehen. In der öffentlichen Debatte, welche Rolle spielen Werte? Vier, meinen wir. At least vier. Das könnte mehr sein, oder? Werte sind zuerst Orientierungsdirektiven. Das heißt, sie sind, und das ist interessant, sie sind gleichzeitig Grundlagen und Ziel, oder? Nehmen wir mal Menschenwürde, ein wichtiger Wert. Ich mache mal die Hypothese, das ist ein wichtiger Wert. Das ist Grundlage, oder? Von dem starten wir quasi. Und das ist auch das Ziel. Wir wollen das fördern, wir wollen das schützen, wir wollen das promoten, oder? Zweitens sind Werte, und das sind in der Regel andere Werte, sind auch Prinzipien für Handlungen. Das ist eher die Methode, die Wie-Frage. Ich habe das Ziel identifiziert, wie gehe ich bis zum Ziel? Beispiel Transparenz. Transparenz kann gleichzeitig das Ziel sein, aber auch die Methode, oder? Man soll transparent handeln, bla bla bla, nehmen wir die Diskussion, Finanzierung von Parteien oder von Kampagnen, ist das Ziel und der Weg. Werte stiften Identität für Gruppen. Ganz wichtig, oder? Das ist zwar auch im juristischen Sinne, nehmen wir die Bundesverfassung, da hat es ein paar Werte drin, oder? Und das ist quasi Grundlage für die Schweiz als Land. Und das haben wir in den 90er Jahren als Bevölkerung angenommen. Das sind unsere Werte in dem Sinn. Aber auch für kleinere Gruppen, oder? Die digitale Gesellschaft teilt ein paar Werte. Und das zeichnet sich diese Gruppe aus als bestimmte identifizierbare Gruppe, oder? Und das beruht alles auf Werten. Und vielleicht viertens, und für unsere Diskussion heute vermute ich ganz, ganz wichtig, Werte sind Framing von der öffentlichen Diskussion, oder? Wie die Diskussion organisiert wird, oder nicht organisiert im Sinne von die eine Person bestimmt, wie wird über das Thema diskutiert, da sind verschiedene Akteure und jeder probiert die Diskussion so und so zu lenken, so und so zu organisieren. Und das beruht immer auf Werten. Der Roboterbeispiel war gut, oder? Zum zeigen, welche Aspekte von der Diskussion wird im Vordergrund von der öffentlichen Diskussion. Wie stellen wir die Frage? Welche Frage ist überhaupt relevant im öffentlichen Raum? Und welche Argumente werden nachher mobilisiert, um diese Frage zu beantworten? Und das alles setzt Werte voraus. Und in dem Sinn sind Werte wirklich so Framing oder Filter für die öffentliche Diskussion. Und unser Ziel wäre heute von dem Workshop zu profitieren, um eine Art aktive Brainstorming darüber zu organisieren. Es geht schlussendlich insbesondere in dem Jahr oder im Wahljahr 19 oder im Oktober werden Nationalrat, Ständeratswahlen in der ganzen Schweiz organisiert. Wie wir bis im Herbst über das Thema Digitalisierung überhaupt diskutiert, debattiert. Und das wollen wir. Vorschlag von uns, unsere Vision für eben das Wahljahr. Einfach das Wahljahr ist interessant, weil da kommt sehr viel Energie, sehr viele Ressourcen, sehr viel Aufmerksamkeit zusammen. No? Aber das ist nicht nur für das Wahljahr. Die Diskussion wird weitergehen. Wir brauchen ein besseres Matching, kommt zusammen, oder? Von den Werthaltungen, von den verschiedenen Gruppen, aber auch von der Gruppe Schweiz quasi, mit Erwartungen und Risikoperzeption der Bevölkerung, der Public. Dafür brauchen wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger als Teil dieser Diskussion und zwar nicht nur als passiver Mitglied von dem Land, sondern wirklich als aktiver
Beteiligter in der Diskussion und wir brauchen möglichst viele politische EntscheidungsträgerInnen. Ich meine damit Leute, die sind schon jetzt in Bern, in den Kantonen, in den Gemeinden, sind schon gewählt. Aber warum? Das ist schon wieder interessant, dass ja alle Kandidaten, Kandidatinnen, also die müssen Stellung nehmen zu verschiedenen Fragen, oder? Und da bietet sich die Chance, diese Leute quasi auf die Bühne positiv formuliert einzuladen, ein bisschen mehr negativ formuliert zu zwingen. Sie müssen ein paar Antworten liefern. Und das ist das beste Jahr, um das realisieren, oder? Unsere Idee wäre so eine Approach, und das beruht nochmal auf diese Idee von dem Canvas. Wir geben nicht die richtige Antwort vor. Wir sagen nicht, das ist jetzt die richtig ethische Position, oder? Das ist jetzt falsch, so im Sinne von bad or good. Sondern relativ Wertneutralität. Meine eigene Überzeugung steht nicht im Vordergrund, sondern nicht im Hintergrund. Das macht einfach, das ermöglicht eine offene Diskussion, oder? Wir brauchen trotzdem irgendwo Benchmark zum überhaupt starten, oder? Grundlagen. Mögliche Vorschlag, die Idee Freiheitsrechten, Werten der Bundesverfassung in der digitalen Realität. Das wäre eine mögliche Grundlage, wo wir alle gemeinsam relativ schnell wahrscheinlich einen Konsens finden. Und da können wir die Diskussion starten. Und diese soll so, diese öffentliche Diskussion, Debatte in der ganzen Schweiz soll so weit wie möglich partizipativ, dezentral organisiert und selbsttragend sein. Perfekte Vision ist, in jedem Dorf vor dem Land gibt es eine solche Diskussion bis im Oktober. Und zwar im Café, in Mehrzweckhalle, im Club, im Bum. Einfach nicht nur Zürich, Genf, Lausanne, da mit den Spezialisten, das ist schon gut, aber wir können viel mehr und wir müssen viel mehr anstellen, glaube ich. Und das wäre unsere Vision für das Wahljahr. Damit hätten wir so einen Zyklus, und wir meinen das ist ein positiver Zyklus, oder? Ihr könnt, wo ihr wollt, anfangen. Entweder bei Advocacy Players, sagen wir so, die Mitglieder der digitalen Gesellschaft, für zur Sensibilisierung von der Öffentlichkeit, hat sicher einen Impact auf Firmen, oder? Konsumverhalten, öffentliche Fragestellung und so weiter und so fort. Firmen und Investoren sind nachher gegenseitig auch am Diskutieren, sagen wir mal so. Und das hat nachher einen großen Impact auf die Produkte, die Dienstleistungen. Und wir gehen weiter, oder? Und da irgendwo in der Mitte heißt Politik. Weil Politik kann auf alle Punkte der Diskussion einen Impact haben, oder? Und das ist für viele die gute Nachricht, für viele die negative Nachricht. Das ist jetzt mal eine offene Frage. Aber Politik wird für alle eine wichtige Rolle spielen. Und es geht darum, diese Vision jetzt mal mit euch mal zu diskutieren. Dafür haben wir das sogar vorbereitet. Jetzt kann ich das hingeben? Hoppla, wunderbar. Können Sie das weitergeben? Haben wir sehr viel von Canvas geredet? Haben wir für heute einen Canvas vorbereitet? Die Idee ist ganz simpel. Auf dem Blatt findet ihr vier Fragen. Und die vier Fragen wollen wir gerne mit euch heute diskutieren. Das heißt, für die, die das noch nicht verstanden haben, jetzt geht's los, ihr Mensch schaffen. Ich erkläre, wie das geht. Wunderbar. Nehmt jetzt 5 Minuten Zeit, ein paar Gedanken zu machen. Das ist einfach wichtig, dass wir nicht sofort im Plenummodus das Ganze zusammen diskutieren. Ich kenne das auswendig, oder? Sonst redet der eine zuerst, das ist immer gut, aber das prägt die ganze Diskussion. So, jetzt 5 Minuten, jeder für sich, ohne auf den Nachbar, auf die Nachbarin zu schauen. Und das ist Grundlage für die Diskussion da.
haben alle ein Blatt bekommen. Wunderbar. Zwei Minuten. Okay, starten wir. Zwei Bemerkungen vor. Unser Commitment. Ich meine, beim Konsultationsverfahren ist immer sehr wichtig zu definieren, was ist der Commitment von denen, die den Prozess lancieren, oder? Unser Commitment ist es, wir nehmen mal alles da einfach entgegen, schreiben, was wir können, mal bringen das Papier. Wir machen nachher einen Two-Pager draus. Das schicken wir der digitalen Gesellschaft. Und das wird nachher wahrscheinlich an euch weitergeleitet. Oder? Sonst kommt zurück. So können wir wirklich etwas zusammen erarbeiten und das bleibt nicht nur auf Flipchart und nachher wird schubladisiert, sondern es kommt zurück und vielleicht passiert etwas damit. Lohnt sich vielleicht mit zu diskutieren. Und zweitens, das Format hat sehr viel Frustrationspotenzial. Wir haben jetzt 25 Minuten für die vier Fragen. Das ist definitiv zu wenig. Aber da können wir eben Grundlagearbeit leisten, Brainstorming-Style, uns inspirieren gegenseitig und in 25 Minuten müssen wir aufhören. Aber vermutlich geht heute die Diskussion weiter und in den Workshop und sowieso in dem Jahr, oder? Gut. Jetzt würden wir mit der ersten Frage starten. Wir probieren von der Moderation her nicht alles zusammen, sondern erste Frage, weil die macht Sinn zuerst zu diskutieren und nachher gehen wir weiter so, oder? Erste Frage betrifft die Themen. Nehmen wir einfach Beispiel Wahljahr 19. Welche Themen von dem Universum der Digitalisierung sollten prioritär im öffentlichen Raum, im öffentlichen Diskurs diskutiert werden? Das ist die Frage. Ich nehme sehr gerne eure Vorschläge entgegen. Bundesgesetz für elektronische Identifikationsdaten.
ist dein Sohn. B-G-E-I-D. Genau. Und noch eine Bemerkung. Ich glaube, ihr müsst mit dem Mikrofon reden, das wird alles aufgenommen und sonst geht das nicht. Sorry. Kannst du das nochmal sagen? Bundesgesetz habe ich. Bundesgesetz für elektronische Identifikationsdienstleistungen ist am 20. März im Plenar des Nationalrats zur Diskussion. Erklär mal kurz, wieso ist das wichtig? Es geht um die Frage, welche elektronische Identität in der Schweiz in der Zukunft relevant ist, wer diese elektronischen Identitäten überhaupt herausgeben soll und wie, unter welchen Datenschutzbedingungen und so weiter und so fort. Das ist die zentrale Frage im Zusammenhang mit Digitalisierung, denn was immer wir machen, wir tun es mit einer Identität. Und wie diese Identität technisch und juristisch gestaltet ist, determiniert fast alle anderen Bereiche. Sehr gut. Und? E-Voting. Im weitesten Sinne E-Democracy, also wie das Ganze gestaltet werden soll bei der politischen Meinungsfindung. Okay. Wunderbar. Ich sehe. Ich gehe mal noch einen Abstraktionsschritt höher und sage Datenhoheit. Also wem gehören Daten, wer darf was mit welchen Daten machen? Für mich ist das Thema Open Source sehr wichtig, was die FSFE ja so wunderbar zusammengefasst hat in dem Slogan Public Money, Public Code. Aha. Das ist ein Workshop heute Nachmittag, oder? Unter anderem, aber nicht meiner. Das Thema Überforderung, noch einen größeren Schritt zurück. Wie kann ich das Verständnis der Freiheitsrechte in der Bevölkerung stärken? Wir sind alle überfordert, alle benutzen irgendwie Geräte von Google und Apple und niemand weiß so recht, der Staat scheinbar noch am wenigsten. Aber ja, grundsätzlich, was können wir machen, damit wir besser informiert sind und uns diesem Thema der Überforderung mit der Digitalisierung stellen können, um die Kontrolle über unsere Privatsphäre unter anderem zurückzuerhalten. Okay. Überforderung, meinst du das jetzt im technischen Sinne oder eher im Sinne Kontrolle, was mit uns eigentlich passiert? Überforderung über die Mechanismen, wer was kontrolliert, was mit den Informationen passiert, aber ja, bis hin zur Kontrolle der Geräte, das hängt alles zusammen, also wie kann ich irgendwas machen, ja, es gibt... Das Wissen ist bei ein paar sehr wenigen und die Mehrheit der Leute sind überfordert. Ich teilweise auch. Ich kann da gleich anschließen. Also für mich geht es ganz fest um Fragen der Bildung. Das hat mit dieser Überforderung zu tun. Was muss ich im Bildungssystem ändern, aber eben nicht nur. Es geht auch nicht nur um Fragen der Medienpädagogik, nutze ich diese Dinge, sondern was passiert damit, was sind Gefahren, ethische Diskussionen und so weiter. Das ist ein Riesenthema, klar. Ich habe den Eindruck, dass wir gegenwärtig sowas wie digital gekocht werden, ohne es richtig zu merken. Ihr kennt ja diese Geschichte mit dem Frosch, der im Wasser ist, indem man die Temperatur langsam erhöht, dann lässt er sich kochen, weil er den Moment verpasst, um rauszuspringen. Das ist so mein Eindruck, wir sind in einem solchen Prozess und irgendwie brauchen wir was Disruptives, scheint mir. Also zum Beispiel müssen wir nicht die Forderung diskutieren, die öffentliche Videoüberwachung muss verboten werden. Angesichts digitaler Gesichtserkennung, irgendwie muss man das mal wirklich knallig auf den Tisch bringen, sonst werden wir hier einfach weichgekommen. Oder bezüglich Internet, dass im Internet kommerz- und überwachungsfreie Bereiche geschaffen werden müssen, Technologien entwickelt werden müssen, die den Menschen zusichern, dass sie nicht überwacht werden und nicht kommerziell ausgebeutet werden. Sonst bleiben wir in dieser Überforderung stecken, die ich auch teile. Oder wenn das alle einzeln bewältigen müssen, was an Anforderungen da ist, um sich den digitalen Ausbeutungs- und Überwachungsgeschichten zu entziehen, das ist unmöglich. Da brauchen wir kollektive Anstrengungen.
Für mich gehört aber auch eine Strategie zum Wirtschaftsstandortförderung. Also wir können alles kritisieren, am Schluss muss die Wirtschaft da mitspielen können. Und ich sage mal im weitesten Sinne, was bedeutet das? Also auch in Sachen Bildung, was für Leute müssen ausgebildet werden, damit wir wirtschaftlich auch das umsetzen können, was wir jetzt hier aufschreiben. Für mich ist es sehr interessant zu wissen, was der Gesetzgeber machen kann, um das Thema digital zu lösen. Beispiel aktuell ist es ja so, dass es Firmen gibt, die machen, was sie wollen. Das heißt, wir brauchen gesetzliche Schranken oder Regeln, welche die Firmen zwingen, zum Wohl der Bürger oder der Konsumenten zu handeln oder vielleicht eine Win-Win-Situation darzustellen. Wenn sie das übertreten, dass es entsprechend Konsequenzen gibt, um diese auch durchzusetzen, was aktuell nicht der Fall ist. Okay, der Punkt wäre zuerst damit anzufangen, was ist überhaupt möglich von der Seite Gesetzgeber und uns quasi, ich notiere einfach auch Wohl der Bürger, Konsumenten. Was kann der Gesetzgeber? Das ist mal eine spannende Frage. Darf ich gerade kurz hier anschließen? Meinst du nicht auch so etwas wie Konzernverantwortung? Ganz konkret, ja. Mhm. Ich habe noch einen weiteren Punkt, und zwar die Frage, wie wir das hinkriegen, dass die Schere zwischen den Generationen nicht immer weiter aufgeht, beziehungsweise Bildung muss oder soll, kann in Zukunft nicht nur die Jugend betreffen, sondern wie kann das hingekriegt werden, dass die Generationen nicht weiter auseinanderdriften. Zu den Themen Wirtschaft und so, die ganze Thematik globale Wirtschaft und Konkurrenzfähigkeit durch digitale Innovation, denke ich, ist ein extrem interessantes Spannungsfeld. Weil nützt alles nichts, wenn wir nicht global irgendwie eine Konkurrenzfähigkeit hinkriegen können. Egal auf welche Seite das geht. Ja. Quasi diese Spannung, was können wir national erreichen oder regional auf Europa, was können wir oder was müssen wir global? Ja. Gut. Ich möchte gerne diskutieren, wie man was für Chancen für digitale Chancen auf dem Land in strukturschwachen Gebieten existieren mit digitalen Innovationen. Was meinst du auf dem Land? So. In strukturschwachen Gebieten, ländlichen Gebieten. Und was wäre die Struktur in dem Punkt? Oder welche Strukturen sind da relevant? Also Gebiete, die von Abwanderung betroffen sind, von schlecht erschlossener Mobilität, von wegziehenden Arbeitsplätzen und so weiter. Ja, sau wichtig wird halt dieses Jahr noch die Netzneutralität. Gerade auch in Anbetracht dessen, was in der EU passiert und was bedeutet das für uns in der Schweiz und wie setzen wir es um. Ja, wir haben ja vorhin das Schlagwort Gesetzgeber gehört. Ich frage mich, ob wir nicht diskutieren sollen, und wir leben ja in der Schweiz in einem Staat, wo die Bevölkerung relativ hohes Vertrauen auch in die Behörden hat, müssten wir nicht diskutieren, wie wir dann die Rechtssicherheit auch sicherstellen können. Also wir haben ja jetzt die Datenschutzgrundverordnung, wir haben schon, ich jedenfalls, x-mal geklickt in Datenschutzbestimmungen von Firmen. Aber wie kann ich als Bürger, als Konsument sicher sein, dass das auch tatsächlich gemacht wird in diesen Firmen? Ich muss ja nur erinnern an die gewissen Buchhaltungsskandale in Firmen, die immer wieder aufpoppen. Inwieweit hat der Gesetzgeber da Möglichkeiten überhaupt, das zu auditieren, zu kontrollieren, ob die Firmen und Organisationen tun, was sie sollen im Bereich Datenschutz? Ja. Durchsetzungsfähigkeit. Rechtssicherheit.
das noch eine oder zwei Wortmeldungen zu dem, zu der Weihnachtsliste? Ich fange an. Mich würde interessieren, wie wir damit umgehen, dass immer mehr Angebote personalisiert sind und wir keine Gemeinsamkeit mehr darin haben, was wir eigentlich konsumieren können, wenn ÖV-Tickets nicht für alle gleich viel kosten oder die Windeln oder die Milch, die Medien auch, da gibt es vielleicht einen Diskurs, aber wir haben nicht mehr die gleichen Güter zur Verfügung und das macht es schwierig, darüber zu sprechen, was da ist. Vielleicht gleich im Anschluss, wie kriegen wir es hin, dass die zunehmend algorithmisierten Entscheidungsprozesse transparent bleiben? Oder anders formuliert, wie können wir sicherstellen, dass wir nachvollziehen können, wie es zu gewissen Entscheidungen, sei es von Versicherungen, die ganzen Themen halt, wie er zu Krediten kommt und warum und bla bla bla. Wie kriegen wir es hin, dass wir Algorithmen transparent behalten? Ein Klassiker, der noch fehlt, ist das Arbeitsrecht bei der ständigen Erreichbarkeit. Das stimmt. Ohne der wäre weniger lustig. Arbeitsrecht. Gibt es noch Wortmeldungen oder gehen wir über zur weiteren Diskussion? Würde ich zu den Algorithmen noch etwas ergänzen? Einfach, wie können wir sicherstellen, dass wir nicht die gleichen Vorurteile, eigentlich, die wir gesellschaftlich kennen, wieder in diese Algorithmen hineinprogrammieren? Also Gender Bias oder was es auch immer dann. Also schlussendlich, was bleibt mit der Gleichberechtigung, die wir eigentlich mal irgendwie postuliert haben, wenn da wir eben diese sehr individualisierten Entscheidungen haben? Danke vielmals für den Übergang. So, meine zweite Bemerkung. Frustrationspotenzial. Das meinte ich. Wir werden jetzt sowieso zu Frage 2 übergehen, aber das ist ein gutes Beispiel, das Spektrum an möglichen Fragen. Ich vermute, es gibt noch mehr, aber da sind, wie du das gesagt hast, da sind die Klassiker mal drauf. Wir können uns für die zweite Frage jetzt überlegen, welche Werte sind fast all in diesen Fragen, müssen wir quasi die beantworten oder bearbeiten? Oder? Welche Werte brauchen wir, um den Diskurs über diese Fragen zu führen, oder? Das wäre jetzt die Frage 2. Zu den Themen, ihr glaubt, wenn wir jetzt auf Wahljahr 19 fokussieren, das ist immer noch viel zu viel, oder? Ich vermute, es hat Platz für 3 digitale Fragen, sage ich mal so. Außer die Klassiker wie Bildung, Wirtschaftsstandort, die sind sowieso dabei, oder? Und da können wir probieren zu lenken auf das speziellen Punkt Bildung und Digitalisierung, Wirtschaftsstandard und Digitalisierung, aber die wirklich nur quasi digitalen Themen. Ja. Und das ist die Aufgabe der Community. Wenn die Community eine Rolle spielen wird im Sinne von Framing von der Diskussion, müssen wir uns auf 3 einigen wahrscheinlich und dann pushen. Wir sind wahrscheinlich schon viel zu spät dran, aber trotzdem besteht immer noch die Chance, den Diskurs so und so zu prägen. Und das muss uns allen wahrscheinlich bewusst sein, dass wir. Und in jeder hat immer sein spezielles Ding, oder? Und da müssen wir. Gut, zu den Werten. Vielleicht kommen wir im Laufe von der Diskussion, können wir präzisieren, welche sind die 3 wichtigsten auf der, oder? Die sollen uns bis im Oktober begleiten. Nicht begleiten im Sinne passiv, die kommen einfach mit. Nein, wir bringen sie ganz stark im Zentrum der Diskussion, oder? Wer hat da eine Idee? Und da ist wahrscheinlich noch viel wichtiger, dass wir so schnell wie möglich Cluster bilden, oder? Stellen wir wirklich nochmal kurz und dann starten wir die Frage aus der Sicht des öffentlichen Diskurs, oder? Das kann gemeinsam oder kann die gleiche Antwort sein, was ist mir als Individuum wichtig, aber da
Was möchte ich im Zentrum der Diskussion sehen? Ich habe zwei Werte. Das eine ist Freiheit, dass man diesen Wert ins Zentrum stellt. Und das zweite ist KISS, Keep it simple and stupid. Ich habe das Zeichen nicht gehört. KISS, K-I-S-S. Es geht so Richtung so wenig Gesetze wie möglich, aber eben trotzdem wirksam für viele dieser Fragen. Ich würde gerne gleich bei Freiheit noch ergänzen, zwei Stichworte. Souveränität finde ich da ganz wichtig und Selbstbestimmung, also zwei eigentlich recht ähnliche Werte. Und dann mache ich auch gleich weiter mit einem Klassiker. Transparenz ist sicher auch ein wichtiger Wert. Ein weiterer Klassiker, Solidarität. Nachhaltigkeit. Solidarität, darf ich das zur Gleichberechtigung clustern? Gut. Daten und Macht oder Aufteilung von Macht und Besitzstaaten. Ich möchte noch den Kontrollverlust anfügen. Kontrollverlust. Können wir das zur Selbstbestimmung? Bist du mit mir einverstanden? Chancengleichheit könnte man vielleicht auch da oben noch dazu clustern. Und Freiheit, Informationsfreiheit noch dazu. Ich würde gerne zur Freiheit auch Kommunikationsfreiheit hinzufügen. Und bei der Gleichberechtigung das Ganze vielleicht unter soziale Kohäsion stellen. Ja, Chancengleichheit, wirtschaftliche Ungleichheit, aber ich denke, dass man vielleicht auch Daten und Macht darunter clustern könnte. Ja, ist das leserlich? Demokratie, demokratische Rechte, Meinungsfreiheit, Kontrollfreiheit, damit Entwicklungsprozesse auch stattfinden können, ohne Manipulation, alle diese Fragen. Es ist nicht einfach Freiheit, sondern es ist Freiheit in Bezug auf Demokratie, auf funktionierende demokratische Prozesse, Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit und so weiter. Ja. Entweder politische Freiheit oder politische Rechte oder ja, der Link zur Politik, oder? Ja. Das Individuum in einer Gesellschaft, oder? Ja. Oder zur Transparenz, Abwesenheit von Beeinflussung? Nicht? Politische Freiheit? Ja, gut. Ich neue. Es wird ein bisschen ein. Fällt noch ein Cluster. Ich glaube, die Freiheit können wir sehr präziser definieren. Aber ich glaube, ich habe gerade noch was vergessen, und zwar, das führt dann auch schon zu den Wertkonflikten vielleicht, aber Intellectual Property, also quasi, dass man Recht darauf hat, die eigenen Gedanken und Erfindungen irgendwie als Eigentum zu bezeichnen. Ja. Fällt noch ein Cluster? Selbstverantwortung würde ich noch als Wert schreiben. Ich weiß nicht, ob man das mit der Freiheit paaren kann. Doch. Waren wir das? Selbstverantwortung. Ich denke, ein weiterer wichtiger Wert wäre doch auch noch die Sicherheit. Also sicher ohne
Rechtssicherheit in diesen größten Freiheiten, nichts kann Rechtssicherheit sein, physische Sicherheit etc. Und das ist der große Spannungs. Klar. Dazu vielleicht auch das Vertrauen. Vertrauen. In vielen breiten Sinn. Wenn wir das zur Transparenz. Ich würde es zur Sicherheit machen. Ja? Cool. Willst du das noch erläutern? Warum zur Sicherheit? Ja. Wir können es auch so lassen. Er nimmt kein Risiko. Die Nachhaltigkeit hätte ich gerne zwischen sozialer Kohäsion und Kontrollverlust gesehen. Ja, es geht ja sehr darum, dass wir überfordert sind und einerseits, diese ganzen Prozessen nachhaltig bewältigbar sind, einerseits. Das ist ein sehr guter Punkt, womit wir schon die Frage 3 einnehmen. Genau, Trade-off nehmen wir einfach miteinander auf Farbe und genau. Was zusammengehört, können wir auch in Grün. Also ich habe noch einen Punkt zu den Werten, den ich unter Sicherheit fassen würde, und zwar das Wohlbefinden. Wohlbefinden, ja? Ich weiß noch nicht, wie ich diese Wert bezeichnen soll, aber eigentlich die Freiheit, alternative Ideen zu benennen, ohne gemobbt, ohne medial gemobbt zu werden. Läuft das unter Freedom of Speech, oder? Aha, okay, eine Art. Das, wo ich geschützt bin. Ohne sozial ausgegrenzt zu werden oder medial ausgegrenzt zu werden. Es geht für dich explizit weiter als politische Freiheit. Das ist vielleicht subtiler oder qualitativ energetischer. Aber ich habe Diversität gehört, oder? Ja. Diversität. Diversität. Gleichberechtigung, Diversität, passt das? Ja. Ich glaube, wir können da langsam damit anfangen. Und das ist vielleicht ganz interessant, wenn wir da im Saal zusammen sind. Welche Trade-off oder alle diese Werte gleichzeitig zu haben, ist bekanntlich schwierig. Da gibt es Trade-off zwischen den Werten. Das heißt, wir anerkennen, die zwei Werte sind relevant. Aber es gibt Konfliktpotenzial zwischen den zwei. Wie gehen wir mit solchen Fällen um? Da würden wir zum Beispiel Rot oder Grün klar machen, da geht es einen wichtigen Trade-off. Und der Trade-off an sich ist Teil von dem öffentlichen Diskurs. Und es soll als solche angegangen werden, wahrscheinlich. Da gibt es auch Klassiker, oder? Aber Freiheit, Sicherheit. Das ist der Klassiker, aber für alle politische Themen fast, oder? Was sind die Klassiker im Thema Digitalisierung? Oder wo seht ihr am meisten so Trade-off zwischen den Werten? Die schon wieder relevant sind für die öffentliche Diskussion, oder? Darum geht's. Transparenz versus Eigentum. Soll ich nehmen? Transparenz, Eigentum, ja. Wenn ich meine Daten transparent haben will, dann ist doch das mein Eigentum. Wo ist da der Trade-off? Ich glaube, da geht es ja um Open-Source-Fragen. Genau. Ja. Aber auch um die Algorithmen, wenn wir jetzt davor darüber geredet haben, wie Firmen zum Beispiel uns nach Algorithmen irgendwie organisieren, in sozialen Medien, und wir würden gerne verstehen, wie das funktioniert. Das ist aber eigentlich, ist dieser Algorithmus ja ein Teil des Unternehmens, aufgrund auf dem die Geschäfts,
auf dem das Geschäftsmodell des Unternehmens auch irgendwie beruht. Genau, die Schwierigkeit, wir haben jetzt super Werte, aber je nachdem, ob wir das den Wert Eigentum aufs Individuum beziehen oder auf eine Gesellschaft, also ein Unternehmen, hat es eine völlig andere Bedeutung, ist es ein Trade-off oder nicht? Gut, können wir ja gleich schreiben. Das ist wahrscheinlich für viele Werte relevant, oder? Auf welchem Niveau sind wir? Gut, können wir weiter in Trade-off suchen? Selbstbestimmung versus Bequemlichkeit. Bequemlichkeit. Bequemlichkeit oder Komfort oder. Wohlbefinden? Nicht unbedingt, oder? Bequemlichkeit. Bringst du einen Leitwert ins Spiel? Ich glaube schon. Dann glaube ich. Bequemlichkeit im Sinne von, das funktioniert, das ist easy, das gratis, anscheinend. Usability, genau. Weitesten Sinn. Faulheit. Genau, das konzentriert in Richtung Faulheit oder irgendwie. Bequemlichkeit auch verstanden als Kiss. Weil wenn es dann ganz kurz ist, dann ist es ja auch einfach. Aber ob es dann besser ist, das ist eine andere Frage. Deshalb, ich würde auch sagen, Transparenz und KISS, das steht im Widerspruch und ist eine. Da müssen Trade-offs gemacht werden. Ich glaube auch Selbstverantwortung und Sicherheit, also je nachdem, wie man das interpretiert, oder? Also wenn man sagt, der Staat muss so wenig wie möglich intervenieren und das muss auf private oder Konzernebene geregelt werden, dann steht halt das Individuum, also das Individuum und dessen Sicherheit nicht unbedingt im Zentrum oder dessen Wohlbefinden, sage ich jetzt mal. Sicherheit aber, und Selbstbestimmung hast du. Also Interpretationssache. Ja. Das ist fast ein Konflikt zwischen den zwei Cluster, oder? Freiheit und genau. Sicherheit und so. Ja, wir können auch meine Solidarität mit verschiedenen anderen Werten in Konflikt bringen. Solidarität versus Selbstbestimmung, Selbstverantwortung. Solidarität versus Freiheit. Kannst du das noch aus? Solidarität versus Eigentum. Solidarität versus Macht. Ich glaube, der Witz dieser Darstellung ist, dass am Plus auch hier eigentlich wir in einem weiten Themenfeld mit einem großen Minenfeld unterwegs sind. Ich möchte vielleicht dazu auch noch das sagen, was du da in der Ecke schon angedeutet hast. Es kommt ein bisschen auch auf das Individuum, also ich, die Gesellschaft, die Gemeinde, die Unternehmung, jedes Subjekt hat einen Zweck, und es ist ein Land, also geht es um die Schweiz, geht es um internationale Beziehungen. Ich persönlich sehe noch einen Wert, der noch fehlt, das wäre Privatsphäre. Das heißt zum Beispiel für mich, für eine Korrelation wäre Transparenz und Privatsphäre. Wie viel dürfen wir wissen oder gar nicht wissen? Nämlich das bei Freiheit, ist es gut. Ja. Nehmen wir nochmal eine Wortmeldung. Ich fühle mich immer unwohl bei diesem so häufig postulierten Gegensatz von Sicherheit und Freiheit. Ich finde, das hat etwas Manipulatives auch. Okay. Ich meine, wenn ich die Sicherheit haben will, dass meine Gesundheitsdaten nicht von irgendjemandem verwendet werden gegen mich, ist das ein Gegensatz zu Freiheit? Nein. Es ist die Freiheit, über die Kontrolle zu haben über die eigenen wichtigen Daten. Also diese Begriffe, dass man die so gegeneinander stellt, gefällt mir nicht sonderlich. Weil da wird ja häufig dann gesagt, damit die Sicherheit gewährleistet ist, muss die Freiheit eingeschränkt werden. Und das ist häufig eine Lüge, nein, das ist nicht wahr, oder? Man kann die beiden Werte häufig im Verbund pflegen und dieser Gegensatz, der stört mich, dass der so generell immer stark gemacht wird. Es gibt einfache Beispiele. Ich fühle mich in der Stadt ziemlich sicher und darum habe ich die Freiheit, nachts um zwei, wenn die Hälfte zumacht oder so,
nach Hause, nach Seebach zu Fuß zu gehen. Oder? Überhaupt kein Ausschluss, im Gegenteil. Absolut, absolut. Daher müssen wir aufhören. Ich weiß nicht genau, was wir machen, weil wir werden der Komplexität so nicht gerecht. Das ist natürlich auch im Zusammenhang mit Politik und Wahl ja auch klar, dass man versucht, lasst uns doch vereinfachen auf drei und wir haben keine Ahnung, von was wir sprechen, Individuen, Organisationen und so weiter. Vielleicht kurz zur Erinnerung, was wir hier machen. Wäre hilfreich. Das wäre ein gutes letztes Wortmeldung gewesen. Ich hätte noch was wert, Nichtverrechenbarkeit von Leben. Ja, ich glaube, jetzt trifft er mir zu fest, da wieder zurück. Nehme ich mal auf. KI-Algorithmen sollen nicht entscheiden, wer überfahren wird. Mhm. Fertig. Ja, müssen wir aufhören, genau. Nur zum Punkt finde ich eine sehr gute Kritik, oder? Und das hat genau was mit Ethik zu tun, oder? Das ist jetzt gerade 30 Minuten Ethik live gewesen. Und so funktioniert Ethik. Es gibt nie eine richtige oder falsche Antwort. Es geht um Plausibilität. Ist es plausibel? Ist die Antwort kohärent? Kann ich sie begründen? Das sind die Kategorien der Ethik, oder? Nie richtig, falsch. Und da sind wir voll genau im Prozess, oder? Hatte ich ganz am Anfang klar gesagt, es gibt sehr viel Frustrationspotenzial. Der nächste bei der Mappe, bei der Karte, wäre erstens besser zu definieren, was meinen wir mit den Begriffen, die Cluster zu schärfen, aber die kennen wir und die können wir relativ schnell als Familie zusammenbilden und nachher diese Trade-offs identifizieren. Und drittens, diese als politische Fragen ins Zentrum der Diskussion zu setzen. Weil ich glaube, das ist ungenügend, nur den Wert Freiheit ins Zentrum zu rücken, ohne die Spannungen, die jetzt rot dargestellt sind, zu erkennen und sie zu adressieren als Spannungen. Die werden nicht weggehen, oder? Die werden bleiben. Es gibt immer Gegenbeispiele, wo diese Spannungen nicht existieren, zwischen zum Beispiel Freiheit und Sicherheit oder Freiheit und Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Es gibt aber Beispiele, und die sind prominent und die sind wichtig zu adressieren als solche, wo diese Spannungen sehr stark auftauchen, oder? Und die müssen wir als Teil von dieser öffentlichen Diskussion auch als solche adressieren. So zurück zu Vision für das Wahljahr, uns einigen, welche drei Hauptfragen wollen wir diskutieren, sehen oder wollen wir selber diskutieren. Ihr seid alle unterwegs in Firmen, Vereine, verschiedene Engagement. Ihr könnt bis im Oktober Podium, Diskussion auf der ganzen Schweiz organisieren, Welche zwei Fragen wollen Sie an die Nationalratskandidatinnen und Kandidatinnen stellen? Das ist grundsätzlich die Frage. Als Teil von der Antwort von dieser Nationalratskandidaten, was erwartet ihr für Werte in der Antwort? Und das ist diese Etappe der Diskussion, oder? Und ich glaube, das zeigt einfach, wie noch unstrukturiert diese Diskussion läuft, wenn wir noch nicht schneller und besser diese Mapping erstellen können. Aber das ist auch die Chance, dass wir das jetzt besser oder zielgerichter machen können, insbesondere mit Hinblick auf die Wahlen dieses Jahr. Unser Commitment war, wir nehmen das alles auf Papier, wir probieren daraus etwas zu machen, sichtbar, ein bisschen mehr, und wir schicken das euch mit ein paar Ideen, wie wir diese Diskussion in dem Jahr weiter leben könnten in den verschiedenen Formaten, die da denkbar sind in den verschiedenen Regionen des Landes und so weiter und so fort. Noch zwei Bemerkungen. Wenn ihr eine Idee habt für so ein Podium und unbedingt mit uns in Kontakt treten, dann können wir vielleicht was zusammen organisieren oder sogar direkt mit der digitalen Gesellschaft. Und zweitens, wenn Sie ein Projekt selber haben, wo Sie mit diesen Werten, mit diesen Trade-off direkt konfrontiert sind, dann auch sehr gerne. Da sind wir quasi auf der Suche nach möglichen Case Study, wo diese Werte und dort die Konflikte zwischen diesen Werten auch zum Tragen kommen. So unbedingt mit uns Kontakt aufnehmen.
Frage 4 werden wir heute nicht so diskutieren, das war die einfache Frage im Vergleich zu den 1, 2, 3. Ihr wisst selber viel besser, welche Akteure sind da in diesem Diskurs wichtig und vor allem, welche Akteure können so leading in diesem Diskurs unterwegs sein, oder? Wer trägt die Verantwortung, diesen Diskurs zu initiieren, zu pflegen, zu führen? Und die, die mit diskutieren sollen, die kommen schon, wenn die Leaders das organisieren und das wirklich selber die Initiative ergreifen. Voilà. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ich wünsche euch einen weiteren schönen Tag und mit der digitalen Gesellschaft. Es geht in vierter Stunde gleich weiter mit dem Workshop oder mit dem Vortrag Nummer 2. Vielen Dank.